ja, warum ist die Freude so groß, wenn das Publikum einen auch liebt und nicht nur die Kritiker? Na, weil die am objektivsten sind, ne? Die haben so, also die sind jetzt, die haben keine, die gucken sich das an, schätzen das so in dem Moment einfach ein und auch die Nachwirkungen. Und für die ist es dann so ganz pur. Und dann, das finde ich irgendwie großartig. Für die macht man ja die Filme. Und dass die Leute, für die man die Filme dann macht, einen auszeichnen, ist ja einfach sehr, sehr schön. Manche Fans, oder Sie haben ja sehr viele auch weibliche Fans, die können ja auch so ein bisschen verrückt nach einem sein. Also bei Ihnen ist das, glaube ich, schon so. Wie erleben Sie das? Wie gehen Sie damit um? Ich versuche das immer sehr auf den Boden zu halten und zu sagen, ja, jetzt freue ich mich natürlich, es wird auch Zeiten geben, da bin ich dann 50, 60, da denkt man sich, Mensch, damals war das aber schön, da fanden die Frauen mich noch toll, jetzt bin ich alt. Und ja, ich freue mich über jeden Moment, den ich da so habe davon. Also ist doch großartig. Haben Sie eigentlich auch Stalker oder so Fans, die richtig penetrant sind? Bis jetzt noch nicht. Mal sehen. Nachher wird hier noch gefeiert. Was gehört für Sie zu einer richtig schönen, guten Party mit dazu? Drüber nachzudenken, nicht so viel Alkohol zu trinken, dass der nächste Tag nicht so extrem kopfschmerzenmäßig wird. Und gute Musik. Good music.